Ja, hallo meine Fotzebärchens und Pingelingeling erstmal. Kronen schmeckt. So, Spaß. Ich habe auch wieder was zugeschickt bekommen und zwar dieses hübsche, schöne Paket, ja, von Denomination. Und da gucken wir jetzt mal zusammen, gemeinsam rein. Ich hatte ja versprochen, dass ich ein Review mache, aber ich fürchte, das habe ich schon gemacht, ne? Da war ja schon auf Tape und ich glaube, anhand dieser Verpackung kann man erkennen, was da drin ist. Ich habe schon aufgemacht, ne? So, damit das hier heute mal schneller geht. Was haben wir denn da? Wir haben, uiuiui, erstmal ein feines T-Shirt. Also so einzellofaniert, so meine Güte. Aber das ist auf Konzerten eigentlich immer ganz einfach. Da kann man die schneller rausziehen. Da hat man nicht so ein, so ein Chaos im Merch-Koffer. So, was haben wir hier? Einmal hier schön, ne? Motiv. Ja, gefällt mir ganz gut, das finde ich ganz gut. Und hinten drauf steht da Death of Your Gods, Twilight of Isles. Jawohl, und das da hinten nochmal drauf. Und das gleiche nochmal in weiß. Heilali, ich trage sogar keine weißen T-Shirts, aber. Vielleicht verlosen wir das mal, ne? Dann könnt ihr das vielleicht gewinnen und müsst natürlich auch die Band supporten. So, packen wir das mal an die Seite. Hier haben wir noch erstmal die Platte, ne? So, und hier die Platte. Schön, schön sieht's aus. Guck mal hier. Schön das Cover. Zeichnet hinten drauf. Titel natürlich. Gucken wir mal rein, was das Ding so zu bieten hat. Oh, da kommt wieder was raus. Ah, da haben wir wieder was. Wenn ihr dran bleibt, ne, da gibt es gleich wieder ein kleines Präsent meinerseits oder von der Band auch. Schönes Poster. Für auf dem Klo im Hängen oder so. Ne? Schön, könnt ihr euch schön aufs Klo hängen oder in die Küche oder an die Wand. Ich finde das Artwork tatsächlich ziemlich gelungen. Das hat so was, weiß ich nicht, das hat so was Altes. Das finde ich ja mal gut. Ja, wie auf so eine Ölleinwand gemalt. Sehr schön. Haben wir hier die Schauplatte. In blauem Vinyl, ja. Passend, sehr fein, sehr fein. Das mag der Minister, farbiges Vinyl in einer schwarzen Hülle. Passt, passt, passt. Noch irgendwas da drin? Nö. So, und als abschließendes Bonbon noch einen schönen Denomination Patch. Boah, der ist sogar gestickt. Da verdammt, habt ihr euch aber nicht lumpen lassen. Ne? Und jetzt haben wir hier den Restmüll, kann weg. Machen wir erstmal Pink. Ne? Und dann erzähle ich auch noch mal was über Denomination Pink. So, ja. Denomination kommt aus Hagen. Das ist sozusagen der Parkplatz von Dortmund. Nein, Spaß. Nein, das ist auch eine Stadt im Ruhrgebiet, Ruhrpott, ne? In Pottstadt tatsächlich, auch wenn sie eher klein ist, aber sie gehört noch zum Ruhrpott. Ja, und die machen so Oldschool Death Metal, ne? Vielleicht das Review kann ich euch auf jeden Fall mal ans Herz legen. Das solltet ihr euch vielleicht unbedingt mal angucken, ja, weil da gehe ich noch ein bisschen näher drauf ein. Aber mir fällt gerade auf, wenn wir schon so schöne T-Shirts schicken, ne, dann kann man die auch mal anziehen, ne? Und da sind wir schon wieder schön, sitzt locker luftig. Was ist das überhaupt für eine Marke? Das habe ich gar nicht geguckt. Das ist Malfini, okay. Das Malfini kenne ich gar nicht. Ich habe immer Gilden, aber wow, das fühlt sich jetzt, das ist schöne Qualität, es fühlt sich richtig angenehm auf der Haut an und wenn man, habe ich eben nochmal so gegens Licht gehalten, dann ist nicht so ein Billo-Stoff, wo, wenn du den gegens Fenster hältst oder gegens Licht, dass du dann direkt durchgucken kannst. Nein, das ist ein schönes, wertiges T-Shirt, richtig gut, lässt sich angenehm tragen und das sage ich jetzt nicht, um den irgendwie Honig ums Maul zu schmieren oder sowas. Nein, nein, das fühlt sich wirklich sehr gut an. Ich glaube, das wird wieder mal eins meiner Lieblings-T-Shirts, die ich dann auch öfter anziehe. Also, They Burn As One. Ja, so heißt das doch. Ja, natürlich. They Burn As One. Jetzt endlich draußen auf LP. Ich hatte es auf, hat man das auf Kassette? Ja, ich glaube, wir haben das auf Kassette reviewed, genau. Sehr schönes Ding.
Was jetzt gefehlt hätte noch, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, wäre so ein Beileger gewesen, wo vielleicht mal ein Bandfoto oder irgendwas drauf steht oder wer da mitspielt. Ansonsten steht hier nur drauf, Recorded, Mixed and Mastered at Mike Utahs Audio Ranch 21, produced by Jörn Mischutta und Dirk Alberti, all songs and lyrics for Dem Nomination, bla bla bla, Copyright, Warning, ja ja, kann man nicht, darf man nicht kopieren und so weiter. Aber vielleicht kann man sich ja mal eine Sicherheitskopie fürs Auto machen, ne? Weil ich habe ja noch Tape Deck. Aber dafür habe ich ja das Demo. So, die wandert auf jeden Fall in die Sammlung. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Ja, ich habe ja auch länger keine Pakete mehr ausgepackt. Aber in letzter Zeit kam gar nicht mehr so viel. Oder vielleicht muss ich mal wieder bei ihr jetzt gucken, ob da irgendwas für mich rumliegt. Ja, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ist super schöner, solider, erdiger, kerniger, oldschool Death Metal. Wie gesagt, wenn ihr das en Detail nochmal hören und sehen und so weiter wollt, dann guckt euch am besten das Review an. Verlinke ich euch dann hier drin. Könnt ihr euch am Ende des Videos angucken. In diesem Sinne sage ich nochmal Pingelingeling und vielen Dank. Ping. Und dann wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr es seht. Und ihr könnt jetzt was richtig abschalten. Abschalten, 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 pop, abschalten, abschalten. Na guck, da seid ihr ja noch dran geblieben. Das ist ja sehr schön. Und der erste von euch, der das jetzt hier sieht und Bock hat, kann sich hier schön, na, macht das scharf, hier die Platte downloaden. Ne? Hier ist so ein schöner Download-Link-Code. Den könnt ihr euch gerne benutzen und dann habt ihr das nämlich auch oder naja, derjenige, der halt am schnellsten war, der kann sich halt dann runterladen. Viel Spaß an dieser Stelle damit. Ja, und ich kann nur noch mal Danke sagen und ich finde dieses T-Shirt echt geil. Das fühlt sich richtig schön, auch ungewaschen riecht es. Ja, es riecht noch ein bisschen nach Fabrik, muss man vielleicht mal waschen, aber es fühlt sich jetzt schon sehr, sehr schön an. Vielen lieben Dank dafür, noch einmal und noch mal und noch mal und jetzt aber tschüss, ne? Tschüss.